Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem brandneuen Let's Play-Projekt auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir heute das Spiel Pack'n'Roll. 2004 ist es für den Nintendo DS erschienen und es ist ein grandioses Pac-Man-Spiel. Also eines der besten Pac-Man-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Ich liebe dieses Spiel über alles. Es ist vom Grafik toll, vom Soundtrack ist es auch ganz okay. Mit okay meine ich aber sehr okay sogar. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns dann direkt mal den Story-Modus an, denn dieses Spiel wird zu 100% gespielt, aber dazu werde ich dann gleich später auch nochmal ein bisschen mehr erwähnen. Ja, ich würde sagen, wir berühren dann mal den Bildschirm. Oh shit! Na sowas also auch. Ja, was ist überhaupt gerade passiert? Pac-Man verbringt die Sommerferien bei Pac-Master, dem großen Geisterjäger, und er übt täglich fleißig, damit er irgendwann gegen die Geister selber antreten kann. Diese Text-Story-Elemente werde ich allerdings nicht vorlesen, die werde ich ganz mal abspielen lassen, weil so ein wunderschönes Spiel, das kann man auch mal in voller Pracht genießen, wie es ist. Und Pac-Man hat scheinbar, seit er jede Nacht hier verbringt, immer denselben Traum. Und wir befinden uns wohl gerade in dem Traum. Aber jetzt bekommen wir was zur Story gesagt. Pac-Man rollen. Bewege den Touchpad über den Pac-Man auf dem unteren Bildschirm, um ihn zu rollen. Berühre nächste Seite, um versuche die Demo nachzuspielen. Ja, und so sieht's aus. Dieses Spiel funktioniert mit Rollen. Also, wir können uns mal mit dem Steuerkreuz umsehen, aber die Knöpfe A, B und so, die funktionieren nicht. Es geht einzig und allein hier um den Touchscreen. Hier, ich kann Pac-Man nur auf dem Touchscreen bewegen. Und wir machen jetzt erstmal die Demo fertig. Je öfter du den Stift bewegst, umso schneller rollt dein Pac-Man. Mache lange Schwünge mit dem Touchpen und lerne die Bewegungen deines Pac-Man zu kontrollieren. Ja. Und etwas zu dieser Stage möchte ich auch noch sagen. Behaltet euch mal diese Stage im Hinterkopf, denn diese Stage werden wir später im Spielverlauf nochmal wiedersehen. Wann wir die wiedersehen werden, das werde ich jetzt noch nicht sagen. Aber diese Stage sollten wir uns mal im Hinterkopf bewahren. Und hier sieht es ziemlich unheimlich aus. Hier ist alles pink und hier sind überall Herzen. Und eine unheimliche Musik spielt. Aber ich würde sagen, wir rollen dann mal weiter. Und was ist das? Oh nein, es verfolgt mich. Nichts wie weg hier. Diesem Geist können wir leider nicht ausweichen. Und dann passiert das. Thank you.
Backe. 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 Haku! Ja, Pac-Man, dann würde ich mal sagen, gemeinsam schaffen wir das. Und ja, das hier ist die Oberweltkarte. Wir sind gerade in der Pac-Burg, wir können in keine andere Welt reingehen. Wie gesagt, wir werden das Spiel zu 100% spielen. Und wir fangen direkt an mit Pac-Burg Level 1. Ich werde aber, man sieht es auch schon hier unten, es gibt hier drei verschiedene Möglichkeiten. Einmal den Story-Modus, einmal eine Time-Attack und einmal eine Challenge. Diese beiden Sachen werden wir erst machen, nachdem wir den Story-Modus abgeschlossen haben. Weil dann ist mehr Zeit dafür auch, weil der Story-Modus, der ist wirklich gut gelungen und die Welten, die sind einfach nur bombastisch gut. Ja, man sieht es auch schon da oben auf dem oberen Bildschirm, was es alles für Welten gibt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann an mit Welt 1, Level 1 in der Pac-Burg. Beende dein Level, indem du den Ausgang im Zielgebiet erreichst. Rolle ins Ziel, alles klar. Ja, und ich würde sagen, wir rollen dann mal direkt los. Und ich liebe diese Musik von Pac-Burg einfach. Die ist so wunderbar schön. Das weckt so viele Kindheitserinnerungen. Also, was sich Namco da einfallen lässt, das ist einfach nur der Wahnsinn. So, da ist eine Kiste, die wir zerstören können, indem wir einmal da feste gegenrammen. Und das ist ein Kristall oder in dem Fall ein Diamant. Diese Diamanten müssen wir in jedem Level finden. Und diese Diamanten erfüllen uns
Bonuswege in andere Level. Also man sollte jeden Diamant einsammeln, den man findet. Und ja, das sind die ganzen normalen Packpunkte, wie man sie kennt. Kann man einsammeln, wie man möchte. Und das hier ist ein Tor. Da steht eine Zahl drüber. Das bedeutet, dass wir so viele Anzahl an Packpunkten sammeln müssen. Wir haben jetzt in dem Fall 86. Soll heißen, wir können das Tor durchqueren. Wenn wir nicht genug Packpunkte haben, kommen wir natürlich auch nicht durch. Ganz logisch. So. Ja, Pac-Man, du sollst dich gegen die Wand rollen. Du sollst dir den Weg durch die Packburg rammen. Ich werde in einem Part eine Welt machen. Zumindest versuche ich das, weil die erste Welt, die ist noch kurz und einfach. Die hinteren Welten werden aber auch schwieriger sein. Und da kann es dann vielleicht aber auch sein, dass ich in einem Part einen Bruchteil der Welt schaffe. Das hängt damit zusammen, wie ich mich in den Leveln auch so anstelle. Weil ich habe das Spiel auch über, ja, sagen wir mal, 5 Jahre nicht mehr gespielt, mindestens. Ja, wie gesagt, das erste Level haben wir noch nicht abgeschlossen. Uns fehlte noch die Time Attack und die Challenge. Das folgt dann aber erst, wenn wir den Story-Modus abgeschlossen haben. So, jetzt sind wir in der Packburg 2. Und hier wird uns erklärt, wenn uns ein Geist rammt, den können wir wegschlagen. Wenn das passiert, sind wir die Geister los. Fürs Erste. Wir können sie natürlich auch aufessen, indem wir eine Powerpille haben. Der ist auch schon der erste Geist, der Blinky. Eigentlich wollte ich das jetzt nicht nochmal demonstrieren, aber Pac-Man wollte es nochmal so. Ganz unten rechts sehen wir unsere Lebensanzeige. Also unsere Energieanzeige. Die können wir auffüllen, indem wir Früchte essen oder halt auch Geister aufessen. Und es gibt sogar Pizzastücke in dem Spiel. Und diese Pizzastücke erhöhen unsere Lebensanzeige um ein bisschen. Also, ich glaube, die erste Pizza finden wir sogar in der zweiten Welt. Müssen wir halt gucken. So. Da ist wieder Golbes Tor. Das können wir ganz einfach durchbrechen. Und ich glaube, hier gab es eine Frucht, ne? Oder? Na, komm. Pac-Man, geh da hoch. Er will da nicht hochgehen. Pac-Man. Jetzt aber. Er ist etwas problematisch mit der Steuerung auch. Weil man das halt mit dem Touchpad die ganze Zeit steuern muss. Aber ich finde die Steuerung eigentlich ganz okay. Es gab auch ein Wii-Port in Namco Museum Remix. Da muss man das Spiel mit Wii-Fernbedienung und Nunchuck spielen. Das ist aber nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Da ist schon definitiv die Steuerung mit dem DS deutlich besser. So, da ist die Powerpille. Sollte man eigentlich kennen. Wenn man Geister damit frisst, werden sie besiegt und wir kriegen unsere Lebensanzeige zurück. Ganz nett, die Sache. So, der Checkpoint. Sollten wir sterben, dann werden wir an dieser Stelle wieder gespawnt. Aber da wir in der ersten Welt noch nicht sterben sollten, weil das Spiel in der ersten Welt doch noch ziemlich einfach ist, aber natürlich von Welt zu Welt steigt, sollte das kein Problem sein. So, hier ist ein Diamant drin. Das weiß ich noch von damals. So, und da sind ganz viele Geister. Ich würde sagen, Combo 1 und Combo 2. Okay, da vorne ist noch eine zweite Powerpille. Das ist aber schön. Dun, dun, dun. Boah, ich liebe diese Musik von diesem Level. Ich liebe sie einfach. Da ist ein Apfel. Und wenn wir diesen Apfel jetzt fressen, dann bekommen wir unsere Lebensanzeige wieder zurück. Also es ist quasi so ein Energiemittel. So. Dann rollen wir jetzt hier nochmal lang. Nehmen hier alles mit. Das ist wunderbar. Na, ich komme da gerade nicht hoch. Warte. Alter. Pac-Man. Los, mach hin da. So. Damit hätten wir auch dieses Level komplett abgeschlossen. Sehr schön. Spezialbonus, ein Kristall extra. Dankeschön. So, und dann machen wir direkt das dritte Level weiter in der Packburg. So. Das ist nur wieder ein Gras-Level. Wir werden gleich auch noch ein anderes Level sehen in der Packburg, wo wir ein neues Power-Up auch kennenlernen werden. Was das sein wird, das werden wir uns gleich angucken, wenn wir in dem Level sind. So. Das hier ist jetzt auch eine interessante Sache. Ja, schon verkackt. Alter. So, genau so müssen wir es machen. So überwindet man
große Wände. Ganz einfach. So, ich muss jetzt gerade meinen DS-Stift wieder ein bisschen rausziehen. Ja, Kisten können wir auch zerstören. Das haben wir auch schon im ersten Level gesehen. Ist also nichts Neues. So. Nehmen wir diesen Packpunkt auch noch mit. Checkpunkt erreicht. Und dann geht's jetzt hier weiter. Und dann haben wir auch schon hier diese Kiste eingesammelt. Also man sieht schon, wie das Spiel so aufbaut. Ist eine ganz nette Idee. So. Dann können wir jetzt diese Kiste zerstören. Und jetzt wird hier gearbeitet. Ach ja, das ist ein Extra-Leben. Sollte man eigentlich auch aus Smash Bros. Kennen. Na, ich will die Packpunkte haben. Dankeschön, Spiel. So, und da hinten ist eine Powerpille. Die werden wir uns gleich snacken. Ich muss kurz gucken, wie der Geist da läuft. So, und da hätten wir auch schon den Geist gefressen. Na, ich möchte aber noch diese Packpunkte haben. Und da hinten ist der Edelstein aus diesem Level. Der fünfte, wohlgemerkt. Und dann noch eben durchs Golbes Tor gehen und dann hätten wir dieses Level auch abgeschlossen. Oh yeah. Perfekt. Und dann kommen wir auch direkt ins nächste Level. Wie sonst auch immer, das vierte Level. Und das ist das vorletzte Level für diese Welt. Und genau, hier werden wir auch schon das neue Power-Up kennenlernen. Man sieht hier diesen Metallblock, ne? Den können wir als normalen Pac-Man nicht zerstören. Heißt also, wir brauchen ein, aua, stärkeres Item und das ist das hier. Night Pac-Man. Night Schokolade verwandelt Pac-Man in Night Pac-Man. Der ist allerdings schwer und deshalb rollt er etwas langsam. Night Pac-Man kann all seine Kisten zerbrechen und wird durch Pfeile nicht verletzt. Und eine andere Besonderheit ist auch von Night Pac-Man oder von Ritter Pac-Man. Wir können unter Wasser schwimmen. Als normaler Pac-Man würden wir auf dem Wasser rollen. Und als Night Pac-Man gehen wir im Wasser und können geheime Pfade öffnen und entdecken. So, und hier sieht man es auch nochmal. Die Pfeile prallen einfach an uns ab. Die können uns gar nichts. So. Und dann machen wir jetzt hier die Kisten kaputt. So wie es sich für Pac-Man gehört. Und ja, wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten mit Wegen. Erstmal hier ein Checkpoint. Und ja. Da ist ein Geist. Oh, wer scheiße, wir haben noch ein Leben. Wir müssen jetzt also aufpassen. Ah, Geist, geh weg. Night Pac-Man. Night Pac-Man ist so schwer, dass er unter Wasser versinkt. Ja. Und die Geister können, so viel ich weiß, nicht unter Wasser. Und hier ist ein geheimer Bonusraum. Mit ganz vielen Pac-Punkten. Das wir jetzt einfach mal einsammeln werden. Und jetzt hier wieder herschwimmen. Ah, das ist so wunderschön, das Spiel. Ich liebe es über alles. Blinky, geh weg. So. Ja, und da hat man ja mich schon überrascht. Der erste Tod im Let's Play macht aber nichts. So. Jetzt muss ich einmal gucken, wie das Level... Ah, okay, da ist... Ah, okay. Ich wollte schon sagen. Okay, da ist ein neuer Geist mit einer weiteren Packkugel. Wir machen erstmal hier alles auf, denn hier ist ein Extra-Leben. Das sollte man immer mitnehmen. So, wie funktioniert das jetzt hier? Also, da sind die Geister. Ja, toll. Ich muss mich mal ganz kurz treffen lassen von einem Geist. Ah, nee, kann ich ja. Lol, Epic Fail. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier aufgebaut ist. Das Level, da ist eine Powerpille und da ist ein Apfel. So, das heißt also, wir müssen jetzt rollen. Und zwar so schnell, dass wir den Geist... Nee, das schaffen wir nicht mehr. Nee. Mist. Das heißt also, diese Challenge haben wir schon mal nicht geschafft. Das ist nämlich auch ein... Dann kann ich mich direkt umbringen. Weil wir müssen auch alle Geister an einem Level fressen. Und wenn das nicht geschieht, dann haben wir ein großes Problem. Nein, die Powerpille ist jetzt weg.
Oh mein Gott, wir haben es auch sowas von falsch gemacht, ne? Wir ja, genau. Ja, dann kann ich direkt Level beenden. Ich hätte nämlich den einen Geist nicht sofort fressen müssen, sondern erstmal den davor und dann mit der Powerpille dahin laufen können. Das war jetzt ein kleiner Fehler von mir. Aber so viel vom Level haben wir ja auch noch nicht verpasst. Deshalb können wir das jetzt nochmal in Ruhe machen. So, hier war der... Ach ja, den Edelstein haben wir schon. Den brauchen wir also nicht noch ein weiteres Mal sammeln. So. Können wir jetzt hier lang rollen und alles mitnehmen. Und dann... Na, alle Kisten zerstören. So wie es sich gehört. So, und jetzt machen wir es richtig. So, wir haben jetzt hier den Checkpoint erreicht. Ich werde mich jetzt aber vorsichtshalber mal umbringen. Einfach aus dem Grund, weil... Ah, warte, noch nicht umbringen. Halt, stopp, noch nicht. So, jetzt können wir uns umbringen lassen. Denn als normaler Pac-Man sind wir natürlich auch schneller. Blöder Geist, geh weg. So, jetzt muss ich einmal die Kamera wieder richten. So. Apfel nehmen wir mit. Jetzt bleiben wir einmal hier liegen. Und los. Okay, los, los, los. Das ist jetzt nicht wahr. Ja, ganz ehrlich, ich werde diesen Boss, diesen Geist einfach offscreen machen. Weil man hat es gesehen, was man da machen muss. Ich werde diesen Geist einfach offscreen besiegen. Jetzt nochmal das ins Video reinzumachen, das ist irgendwie unnötig. Da würde ich lieber sagen, machen wir das Level jetzt hier zu Ende. Und danach, scheiße, wir müssen... Aber wir können ja immerhin schon mal alle Packpunkte einsammeln. Ach man, jetzt komme ich da nicht rüber. Dann sammeln wir jetzt halt noch alle Packpunkte ein für das Level. Und dann... werde ich diesen Geist offscreen machen. So. Dann hätten wir das auch schon mal abgehakt. Na, ich möchte noch diese Metallbox da zerstören. Danke. Jetzt. Ja, man muss halt genau gucken, wie man diese Boxen zerstört, weil sonst ist es nicht möglich. So. Da sind auch nochmal 3 Packpunkte. Was? Wir haben welche vergessen? Okay. Wo sind die? Wir haben welche vergessen, Leute. Wo sollen die bitte schön sein? Ich habe doch keinen vergessen, oder doch? Ich habe einige vergessen. Jetzt haben wir alle. Oh, das Extra-Leben ist weg. Schade. Naja, gut, okay. Dann haben wir jetzt hier auch alle Packpunkte eingesammelt. Und den Geist mache ich offscreen. So. Ja, wir sind halt auch langsamer als Ritter Pac-Man. Das ist halt jetzt ein großer Nachteil. Aber somit hätten wir dieses Level auch abgeschlossen. So. Challenge für 1-4 wurde freigeschaltet. Challenge für 7-1 wurde freigeschaltet. Eine neue Welt wurde freigeschaltet. Ja. Und diese Welt, die wir jetzt freigeschaltet haben, das ist die Spezialwelt, der Pac-Mond. Und diese Spezialwelt, die werde ich erst abschließen, sobald wir alle, ich sag mal, Hauptelemente abgeschlossen haben. Also das ist quasi so die Spezialwelt. Und guck mal, wenn man jetzt mal auf dem Pac-Mond oben auf dem Bildschirm schaut, dann sieht man auch, dass das ein Pac-Man ist. Also ganz nettes Detail. So, dann würde ich sagen, machen wir noch das letzte Level von der Pac-Burg. Und dann ist auch schon der heutige Part leider schon beendet, aber ja. Was soll man machen, ne? Wenn ein Spiel genial ist, dann ist es leider auch schade, dass das auch schnell zu Ende ist. Zumindest das Level. Und jetzt haben wir auch schon das nächste Item freigeschaltet, der Aero-Pac-Man. Aero-Schokolade verwandelt Pac-Man in Aero-Pac-Man. Er wird leicht wie eine Feder.
Aero Pac-Man kann für kurze Zeit auch durch die Luft rollen. Gleite so bis zum Hochplateau. Alles klar. Ja, das können wir machen mit ihm. Wir sind leicht wie eine Feder und können somit über alles hin drüber schweben. Was wir jetzt auch machen können, ist, hier zur Pac-Kugel zu rollen. Und die Geister somit zu fressen. Dann rollen wir jetzt einmal hier rüber. Befinden sich da unten noch welche? Ne, befinden sich nicht. Okay. Dann rollen wir mal weiter. Warte. Ja, dann können wir uns auch den Apfel direkt mal holen. Oder auch nicht. Dann lassen wir es sein, Pac-Man. Alter, ja, ich muss mich noch an die Steuerung gewöhnen. Ja, jetzt sind wir halt wieder so leicht. Wie eine Feder. Da ist es nochmal etwas schwieriger mit der Steuerung. Zur nächsten Zone, bitte. So, Checkpoint. Und jetzt sind wir hier auf dem Wasser. Ich werde erstmal alle Pac-Kugeln einsammeln, bevor ich mich um die Geister kümmere. Warte. Erstmal das Extra-Leben mitnehmen. Und ja, es gibt auch Geister in Autos. Es gibt tatsächlich Geister, die in Autos fungieren. Ach, schön. So. So, alle Geister aufgefressen. Nutze die Bremse zum Anhalten. Okay. Ach, stimmt, das war dieses Ding. Jetzt müssen wir nämlich... Warte mal. Nein, wir haben den Edelstein vergessen. Der ist da an der Ecke. Aber ich komme da nochmal hin. Gut. Warte. Ganz langsam und vorsichtig dahin gleiten. Ich hatte es nämlich noch so in Erinnerung. Hä, hier war doch irgendwo ein Edelstein, ne? Und dann ist der da noch tatsächlich. Ja, gut, dass man sich umschauen kann. Oh, diese Stelle da vorne ist böse. Wir müssen jetzt nämlich den perfekten Winkel abtasten. Um dann... Ja, wir haben es verkackt. Na. Oh, ich wollte nicht ins Ziel. Na, egal. Dann mache ich das Offscreen nochmal. Eine neue Weltfolge freigeschaltet. Alles klar. Dann würde ich sagen, die zwei Dinger... Werde ich nochmal offscreen nachholen, also hier, ne, mit Pac-Kugeln da und den Wasserelementen. Und ich würde sagen, im nächsten Part sehen wir uns in der nächsten Welt wieder im Fieberdschungel. Also wenn euch der Part bis hierhin gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr über eine Bewertung freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem weiteren Part zu Pac'n'Roll. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.